Zollstamp TV befindet sich heute hier beim Covermodel-Shooting für unsere Oktoberausgabe. Wir haben das tolle Thema Irland. Dementsprechend werden wir alles versuchen, so ein bisschen auf Irisch zu trimmen. Das kann anfangen beim Irish Coffee, kann auch vielleicht hingehen zum irischen Whisky, den man so kennt. Könnte aber auch was mit einem Leprechaun zu tun haben. Was ist das denn jetzt, ein Leprechaun? Ich habe mich echt gewundert. Viele Leute wussten mit diesem Begriff nichts anzufangen. Es ist eine irische Mythenfigur. Bevor wir vielleicht diesen Spot jetzt hier anschalten, solltet ihr euch einfach mal erkundigen, was ein Leprechaun ist. Falls ihr es nicht wisst, wer es weiß, dem gratuliere ich, denn es scheint wirklich eine außergewöhnliche Sache zu sein, darüber sich informiert zu haben oder es zu wissen. Oder es könnte halt auch irgendwas mit den Schafen zu tun haben. Die weiden ja auch immer auf den großen Wiesen in Irland. Was es da letztendlich geworden ist, das seht ihr jetzt hier im folgenden Beitrag und ab. Bei mir ist jetzt unser Covermodel Natascha. Sie hat gewonnen. Darf ich dich jetzt in allererster Linie erstmal fragen, das Thema Irland. Ist das etwas, was dir entgegenkommt? Ich habe ja so eine von dir schon einen Hinweis bekommen zu deiner Herkunft. Nee, ist nicht direkt meine Herkunft, sondern ich komme aus England, aber Irland kenne ich sehr gut. Ja. Für dich war also auch natürlich die Geschichte des Leprechaun, das wird nämlich die Rolle sein, die sie hineinschlüpft. Das war jetzt nichts Unbekanntes? Nein, das war nicht unbekannt, das kannte ich natürlich schon. Ja? Ja. Dann klär doch mal unsere werten Zuschauer einmal auf darüber. Leprechaun ist, wie man alle kennt, das ist, Leprechaun ist am Ende des Regenbogens mit einem Topf Gold. Genau. Eine mystische Figur oder eine mythische Figur, meist über Grün, in Grün gekleidet. Glaubst du an diese mythische Saga? Könnte das wirklich irgendwo mal gewesen sein oder ist es eigentlich nur total Hanebüchen-Märchen? Ich glaube, das ist eher ein Märchen. Ja? Ja. Hast du denn mit diesen Vorkehrungen, die wir jetzt hier getroffen haben für dich, kommst du damit zurecht? Ist es etwas, was du auch erwarten willst oder hättest du gern was anderes komplett mit dem Märchen, also ein anderes Thema und sowas? Nee, ich finde das Thema ganz gut. Das ist mal was ganz anderes. Also ich kann mich da gut mit abfinden. Ja. Und auch das, was jetzt gerade so passiert mit dir hier, das ist für dich jetzt nichts, oder hast du damit gerechnet? Ja, natürlich, ja. Und ich finde das auch ganz toll, dass man das auch so macht, wenn man als Covermodel gewählt wird. Dann hoffe ich, dass der restliche Tag für dich auch noch so entspannt und harmonisch wird. Und wir schauen einfach mal weiter. Hier ist jetzt der Location-Gastgeber für das Coverbild, selbst, Andreas Janus. Sag mir doch einfach mal kurz mit Irish, also Irland, was verbindest du damit und können wir damit hier eventuell irgendwie auch was Gutes umsetzen innerhalb deiner Räumlichkeiten? Ja, haben wir vorhin das Thema schon ein bisschen schon gehabt, ne? Aber Irish Stew ist natürlich ein bisschen sehr langwierig, aber ich könnte mir so ein Irish Testing gut vorstellen hier. Haben wir noch nie gemacht, aber das wäre eigentlich etwas, was ich ganz gerne mal machen würde. Mhm. Meinst du, dass Goldkochen im Topf eine gute Idee wäre, so wie wir es jetzt hier so versuchen zu praktizieren? Ich glaube, mit Gold würden wir nicht weiterhin wirklich gut klarkommen. Ich glaube, die Dinger würden ja wirklich so ein bisschen schmelzen. Also wir könnten vielleicht irgendwie eine Schokolade, irgendwas mit Schokolade machen. Das
Ja, gut. Das würde schon passen, wa? Das würde schon passen. Wäre es überhaupt möglich, Gold im Kochtopf, in meinem auf so einem Zerranfeld, Induktionsfeld zu... Nein, keine Chance, Nein. Gut, wie findest du unser Model und die Idee allgemein auch so dieses, den Leprechaun in einer Küche zu Hause? Ich fand sie super professionell und am besten war dieses A und O und das fand ich richtig cool. Ja? Vielleicht kommt sie mal kurz ins Bild, das Model einmal so im ganz normalen... Komm. Mit A und O, wie war das so? Ja, das war super lustig, hat mir richtig gut gefallen. Jetzt geht es noch ins Foto aus, dann machen wir noch ein paar normale Bilder. Bist du darauf auch schon irgendwie gespannt, wie das dann läuft? Ist das hier das Outfit an? Wird das zum Einsatz kommen gleich? Ja, dieses Outfit und ich habe noch zwei andere Outfits mitgebracht. Gut, dann sind wir gespannt. Du kommst ja auch noch mit und kannst auch noch mal einen Blick drauf werfen und dann geht's weiter jetzt. Ciao.